Drop it in. Wie sehr ich die Bremse herausfordern kann. Ich habe das Gefühl, der Druckpunkt schwankt sehr. Okay, übernehmen wir jetzt. Das wird ein Video, wohl ein Vlog. Nee! Ja! Jo Leute, was geht? Neues Video. Ich habe mich heute aufgemacht zum grünen großen Rohr hinter Fagen. Dort nebenan ist nämlich ein Trail und den schaue ich mir heute mal genauer an. Außerdem sind wir nicht nur zum Spaß hier, sondern auch um die gute Shimano zu testen. Ich habe die umgebaut vom Stadtrad von meinem Dad, weil der immer Probleme hat mit quietschenden Bremsen. Ich habe vorne die Trickstuff Power Beläge verbaut und hinten die Galfa E-Bike Beläge, die violetten. Wahrscheinlich kosten jetzt die Beläge insgesamt mehr als die ganze Bremsanlage, aber eigentlich müsste das sehr gut funktionieren. Hat zwischenzeitlich auch sehr gut gebremst, nur mit der Zeit sind die bei ihm immer am Quietschen. Und das will ich heute mal ändern und schauen, wie sehr ich die Bremse herausfordern kann. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir starten los, ab in den Trail, schauen mal, was so geht. Juhu. So, weil die Bremse beim normalen Trailfahren überhaupt nicht heiß genug wird, ist einfach noch zu flach bei uns, habe ich mich jetzt entschieden, ich muss das leider auf der Betonstraße ausprobieren, dass sie mal richtig heiß wird. Also ich fahre jetzt einmal komplett von oben runter, bremse ein paar Mal und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das wieder funktioniert. Bis gleich. Drop it in. Das sind jetzt schon eher die Shimanos, die ich gewöhnt bin.
bin jetzt wieder auf dem Heimweg und kann sagen, die Bremse hat mir eigentlich ganz ordentliche Dienste geleistet. Jetzt zum Schluss hatte sie wirklich gut Power, nachdem sie mal ordentlich Temperatur bekommen hat. Ich werde sie trotzdem mal entlüften, weil ich habe das Gefühl, der Druckpunkt, der schwankt sehr. Werde ich auf jeden Fall weiter austesten und verbessern. Kann sagen, man braucht keine ultra teure Bremse, um richtig heizen zu können. Das steht schon mal fest für mich. Ich bin sau fertig, darf jetzt noch dreiviertel Stunde heimfahren. Mit Rückenwind allerdings, also sehr gediegen. Bin super dankbar, dass ich und mein Körper das heute gemacht haben. Dass ich das machen durfte, einfach so in den Wald und Radfahren gehen und eine Heidengaudi haben. Ist nicht selbstverständlich und kann man halt auch nicht überall und immer machen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Channel und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.